man muss jetzt nicht ein bestimmtes Level haben, um diesen Reifen fahren zu können, sondern er ist was für jedermann. Mein Name ist David von Zitzewitz. Ich fahre seit vielen Jahren Motocross und Enduro und habe es in den letzten Jahren zu 3 deutschen Meistertiteln gebracht. Also gut am E50 ist, dass er eine sehr tolle Vielseitigkeit hat. Gerade jetzt auch, ob es jetzt im weichen Sand ist oder jetzt auf den harten Stellen hier auf der Strecke. Ich bin Jan Allers, mache das Ganze jetzt schon 15 Jahre, also seit ich 5 bin. Die letzten 3 Jahre durfte ich auch Deutschland international vertreten. Mannschaftsweltmeisterschaften letztes Jahr, das war echt das Highlight, nach Chile zu fliegen und Motorrad zu fahren. Und dann auch für Deutschland, wer kann das von sich sagen, ne? Ich konnte hier alles testen, bis zum tiefsten Sand. Die Strecke war sehr hart. Die Steine, Reifen, Baumstämme. Man konnte hier den Reifen wirklich voll und ganz testen. Ja. Der Bridgestone Battlecross E50 hat sich heute in Verlahn sehr gut angestellt. Wenn man auf die Kurven zufährt, man hat nie diesen Hundegang des Motorrades, nenne ich das jetzt mal. Ja, also ein Hund, da geht ja, die Beine gehen ja versetzt. Ne? Also du hast ja vorne und hast das Gefühl, dass der Hintern geht so ein bisschen seitlich. Als wenn das Ding verzogen ist. Wenn du im Sand vom Gas gehst, neigen andere Reifen dazu, diesen Hundegang zu machen, dann geht immer das Hinterrad, läuft so ein bisschen neben dem Vorderrad. Ne? Du hast sofort diesen leichten Drift. Mit dem E50 fährt man sehr gerade über die Kanten und es ist noch mal eine Spur berechenbarer, noch mal näher, also für einen Enduro-Reifen erstaunlich nah am Motocross-Reifen. Ne, normal fährst du den Cross-Reifen, fährst, wechselst auf den Enduro-Reifen und denkst, oh Scheiße, was ist denn jetzt los? Beim Anbremsen bricht sie aus und dieses ist deutlich besser geworden. Ne? Also ähnlich wie beim Cross-Reifen. Man hat echt viel Grip, super Vortrieb. Ja, man kann sich immer auf ihn verlassen. Einfach zuverlässig. Ja. Ein Hobbyfahrer, der jetzt nicht so wirklich schnell ist, kann sich auch auf den Reifen verlassen. Man braucht keine großartige Geschwindigkeit dafür, dass der funktioniert. Der funktioniert einfach in jeder Lage. Vollgas, ne?